not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Subvoting. Woohoo! Ich habe nachgeguckt, das letzte Subvoting gab es tatsächlich im August letzten Jahres. Und ich finde, das ist schon ein bisschen arg lange her. Es kam mir gar nicht so lange vor. Es gab ja dazwischendrin mal das EDH-Voting. Das zählt ja nicht so richtig zum Subvoting. Und irgendwie ist Zeit so schnell verrannt und ich weiß nicht, wo sie hin ist. Dementsprechend machen wir jetzt ein Subvoting. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, für was ihr euch entscheidet. Denn ich habe das ja jedes Mal. Eigentlich denke ich so, irgendwie kann ich mich selber nicht entscheiden. Ich bin gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Und meistens entscheidet ihr euch für ein Buch, bei dem ich es vorher nicht gedacht hätte, dass ihr euch dafür entscheidet. Und ja, bei diesen drei Büchern, denke ich, gibt es sehr viele Leute, die sie schon gelesen haben und sehr viele Anhänger dafür. Deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung das dann jetzt hier geht, das Voting. Es wird wie immer 3 Tage laufen. Das heißt, in den 3 Tagen, also ab heute und die nächsten 2 Tage, könnt ihr dafür abstimmen, welches von den Büchern ich lesen soll und dementsprechend dann halt auch in einem Video rezensieren werde. Und hier, bin ich mal gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Als allererstes haben wir hier ein Buch, das sich Lockwood und Co. Die seufzende Wendeltreppe nennt, von Jonathan Stroud. Und ich denke, das ist schon ein paar Leuten über den Weg gelaufen, denn es ist ein sehr, ja, gehyptes Buch, also so in den ganzen Bewertungen und Rezensionen, was ich dann so mitbekommen habe, sind eigentlich alle Leute sehr begeistert davon. Ich habe mir jetzt so den Klappentext durchgelesen. Der hat mir nicht so viel über den Inhalt verraten. Ich glaube aber, es geht so in die Richtung Mystery, Geister, irgendwie in diese Richtung. Also wie gesagt, der Klappentext gibt nicht viel her. Ich wollte mich jetzt aber auch nicht mehr spoilern. Und ich gucke mir generell keine Rezension oder sowas an, kurz bevor ich dann ein Buch lese, weil mich das irgendwie zu sehr beeinflusst. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht genau, worum es geht, aber wenn ihr dieses Buch kennt und begeistert seid, dann muss ich euch das ja auch nicht mehr erzählen. Alle Bücher findet ihr aber nochmal in der Infobox, falls ihr da nochmal nachgucken wollt und irgendwie Rezensionen lesen oder wie auch immer, findet ihr die auf jeden Fall da. Und das wäre auf jeden Fall das erste Buch, was zur Auswahl steht. Und das zweite, was wir hier haben, Asche auf mein Haupt. Dieses Buch hätte ich nämlich eigentlich schon vor einiger Zeit gelesen haben müssen, sollen, sein, werden, wie auch immer. Denn ich hatte mit einer Person einen bestimmten Deal gemacht, dass ich dieses Buch lese und, also es geht um den Tobi und er sollte Blutbraut lesen und ich sollte dieses Buch lesen. Und eigentlich schon vor der Leipziger Buchmesse war meine Deadline abgelaufen. Dann hatte ich ja diese Mega-Leseflaute und alles. Dann hat er gesagt, bis zur Leipziger Buchmesse. Das hat dann auch nicht geklappt. Dann habe ich angefangen, es zu lesen. Also nur so 20 Seiten. Und irgendwie war ich schon so, uff, also irgendwie ist das gerade mal so gar nicht mein Thema. Und dann habe ich es jetzt nicht mehr weitergelesen. Das ist irgendwie schwierig, wenn man was angefangen hat. Und dann hat man es zur Seite gestellt, dann dieses Vorurteil wieder rauszubekommen. Und er hat auch gesagt, nein, das ist nur am Anfang so. Und dann, ja. Also ich hoffe mir so indirekt, wenn ihr euch jetzt entscheidet, dass ich dieses Buch wirklich lesen soll, dann habe ich keine Wahl, dann werde ich das jetzt auch tun, um mir halt so ein bisschen einen kleinen Arschtritt sozusagen zu verpassen. Aber wenn ihr euch für eins der anderen beiden Bücher entscheidet, ist natürlich auch nicht schlimm, weil ich muss es sowieso lesen, früher oder später. Und zwar handelt es sich hierbei um Zirkel von nordischen Autoren, deren Namen ich nicht aussprechen möchte. Sarah und Mats einfach. Die Nachnamen sind jetzt egal. Und hier geht es um einen Hexenzirkel. Ich glaube, 6 Mädchen, die irgendwie so einen Hexenzirkel gründen oder gegründet werden. Wie auch immer, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall sehr spannend und sehr dunkel. Halt auch so diese, ja, magische Einfluss irgendwie. Und das ist halt auch schon so ein Klopper. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat es. Zeig dich. 600 Seiten. Ja, aber sehr viele Leute auch begeistert davon, unter anderem, wie gesagt, der Tobi. Ja, vielleicht entscheidet ihr euch ja für dieses Buch und lasst mir gar keine andere Wahl mehr, als dass ich jetzt endlich eigentlich auch mein Versprechen dann mal einlöse und dieses Buch endlich lese. Als dritte Auswahl hätten wir allerdings noch ein anderes Buch, was auch so ein, also die ganze Thematik hier in diesem Subvoting ist schon so ein bisschen düster, mystisch gehend.
Und als drittes Buch haben wir nämlich Angel Fall, Fürchtet euch nicht von Susan E. Und hier geht es um gefallene Engel. Und ja, Engel, die halt nicht die Guten sind, sondern einfach die Bösen. Und ein Mädchen, was hier in diesen Krieg oder was auch immer, in diesen Kampf reingerät und aber von einem gefallenen Engel, der dann geläutert ist oder irgendwie sowas begleitet wird und der kämpft an ihrer Seite, was weiß ich, irgendwie so in diese Richtung. Auf jeden Fall ein sehr dunkles Buch, also dunkle Stimmung und soll zum Ende hin halt auch etwas blutig werden. Aber ich habe mir versichern lassen, dass es gar nicht so schlimm ist. Da scheiden sich aber auch die Geister. Dennoch habe ich schon ein bisschen Lust, das zu lesen, also wie die anderen beiden natürlich auch. Dementsprechend dürft ihr jetzt entscheiden, für welches von diesen drei Büchern ich mich jetzt letztendlich widmen soll und ich mich widmen soll. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Hier, diese drei Bücher. Ja, und schreibt es mir in die Kommentare, welches Buch ich lesen soll, welches ihr gerne sehen möchtet, von mir besprochen. Also, ihr wisst, was ich meine. Schreibt es in die Kommentare, stimmt fleißig ab. Ich bin super gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Und dann werden wir das hoffentlich in den nächsten Wochen dann auch sehen, das Video von mir, nicht wahr? Ja, wenn ihr von den Büchern eins auch kennt und gelesen habt und euch dann dafür votet, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, warum ihr dafür votet, weil mich das natürlich auch sehr interessiert. Ja, das war's jetzt aber wirklich von mir und diesem Subvoting. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal, sage ich immer. Und genießt das Leben und genießt das Lesen.